Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Arzt im Klinikum Steglitz ermordet. Lebenslange Haft für Kindermörder. Und das Wetter. Bis Samstag bleibt es regnerischer, danach wird's wieder freundlicher. Mehr dazu am Schluss der Sendung. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 26. Juni. Nach den Schüssen eines Patienten auf einen Arzt im Klinikum Benjamin Franklin ist der Mediziner seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Täter erschoss sich danach selbst. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 13 Uhr. Die genauen Hintergründe der Tat werden noch untersucht. Das Opfer war wohl Oberarzt. Es fielen Schüsse, Patienten und Angestellte gerieten in Panik. Der Täter hatte sich zunächst verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando war ebenso vor Ort, gerade auch um mögliche weitere Szenarien zu verhindern. Wie der Tagesspiegel erfuhr, ereignete sich der Vorfall während einer Sprechstunde in der vierten Etage des Bettenhauses 1. Dort befindet sich die Station für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Es sollen lediglich zwei Schüsse gefallen sein. Gegen 16 Uhr teilte die Polizei dann mit, dass der Schütze identifiziert sei. Es handelte sich um einen 72-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Spandau, sagte eine Sprecherin. Der Mann sei wegen einer schweren Erkrankung in der Klinik behandelt worden und sei auch schon am Montag im Krankenhaus gewesen. Die genauen Untersuchungen der Polizei, sie dauern nun an. Für die Morde an die jungen Elias und Mohammed ist Silvio S. zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Landgericht Potsdam verhängte am Dienstag lebenslange Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Freilassung des 33-Jährigen später erschwert. Der vorsitzende Richter sprach in der Urteilsbegründung von zwei unbegreiflichen Straftaten. Der Wachmann hatte den 6-jährigen Elias im Juli 2015 im Wohnblock seiner Eltern in Potsdam entführt. Den 4-jährigen Mohammed habe der 33-jährige im Oktober vor dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales angesprochen und mitgenommen. Sie haben sie entführt, der Freiheit beraubt, sexuell missbraucht und in der Absicht getötet, ihre Taten zu verdecken, so der Richter. Der 33 Jahre alte Angeklagte hatte im Verfahren zu den Vorwürfen geschwiegen und sich erst ganz am Ende mit einer kurzen Erklärung an die Hinterbliebenen gewandt. Es gibt kein Wort auf der Welt, das beschreiben könnte, wie leid es mir tut. Wenn ich es ungeschehen machen könnte, würde ich es tun. Ich selbst aber kann mir das nicht verzeihen, sagte er. Konkrete Angaben zu den Vorwürfen machte Silvio S. im Prozess aber nicht. Damit bleiben viele Fragen offen. Besonders zu den letzten Stunden von Elias hatte sich das Gericht mehr Aufklärung erhofft. Der 33-jährige Silvio S. war Ende Oktober festgenommen worden. Die Mutter des Angeklagten hatte ihren Sohn auf Bildern von einer Überwachungskamera erkannt. Eine Windböe hat am Montagabend den Aussichtsballon Highflyer erneut vorübergehend in leichte Schieflage gebracht. Die Feuerwehr wurde zu der Attraktion an der Zimmerstraße in Mitte gerufen, wie ein Sprecher sagte. Auch die Polizei war im Einsatz. Bis zu 20 Passagiere waren an Bord. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte aber niemand. Beim Betreiber Air Service Berlin hieß es, wir sind in vollem Fahrbetrieb. Im Mai erst war der Fesselballon in Turbulenzen geraten, musste für Überprüfung mehrere Tage geschlossen bleiben. Am Columbia-Bad in Neukölln ist nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend Chlorgas ausgetreten. Es sei niemand verletzt worden, teilte das Lagezentrum mit. Nach ersten Erkenntnissen seien keine Gäste mehr in dem Bad am Columbiadamm gewesen, das um 20 Uhr schließt. Die Straße wurde dort laut Polizei gesperrt. Wahrscheinlich sei ein mit Chlorgas gefülltes Fass umgefallen, so die Feuerwehr. Das Mittel werde jetzt entsorgt. Erst am Sonntagabend hatte austretendes Chlorgas einen Feuerwehreinsatz im Sommerbad in Wilmersdorf ausgelöst, TV Berlin berichtet. Berlin hat den Vorstoß Brandenburgs für eine gemeinsame Wirtschaftsfördergesellschaft beider Länder zurückgewiesen. Der Berliner Wirtschaftsstaatssekretär Henner Budde sagte der Märkischen Allgemeinen am Dienstag, beide Länder hätten unterschiedliche Stärken und Berlin aber die größere Anziehungskraft. Deshalb ist es auch weiterhin sinnvoll, getrennt um Investoren und Bestandsunternehmen zu werben. Denn Wettbewerb ist auch hier gut fürs Geschäft. Budde ergänzte, die Zusammenarbeit der beiden Länder sei so gut, dass es keiner gemeinsamen Gesellschaft bedürfe.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte angeregt, die Wirtschaftsfördergesellschaften beider Länder zusammenzuführen. Mehr als 80 Arbeitsunfälle werden in Berlin im Schnitt jeden Tag gemeldet. Im Bundesländervergleich steht die Hauptstadt mit ihren rund 30.600 Unfällen im vorletzten Jahr aber gut da, wie Arbeitssenatorin Dilek Kohlert am Dienstag sagte. Auf 1.000 Vollzeitstellen geschahen demnach in Berlin 19 Arbeitsunfälle. Der Bundesdurchschnitt lag bei 25. Die Zahlen für 2015 liegen noch nicht vor. Im laufenden Jahr 2016 starben bereits 3 Arbeiter bei Unfällen, so viele wie im gesamten Vorjahr. In früheren Jahren waren es deutlich mehr. Seit Dienstag haben im Fez an der Wuhlheide wieder Kinder das Sagen. In der Fez City übernehmen die Kleinen während der Ferien die Regentschaft für eine ganze Stadt, nebst Bürgermeisteramt und Kämmerei. Ob arbeiten, forschen, regieren, eigenes Geld verdienen, bis 31. August entwickeln und bauen Ferienkinder ihre Stadt. 2016 gibt es viel zu tun. Ein mobiler Hühnerhof mit 100 Hühnern gilt es zu bewirtschaften. Eier müssen vermarktet werden, eine Neustadt soll gebaut werden und. Bei den ersten Führungen im Rahmen der öffentlichen Dialogveranstaltung zur Zukunft des Spreeparks am 1. Juli nahmen ja bekanntlich 660 Personen teil, TV Berlin berichtete. Diese Zahl macht deutlich, wie groß das Interesse an dem Gelände ist. Ab Sonntag bietet nun die Grün Berlin GmbH deshalb bis voraussichtlich Ende Oktober alle 14 Tage Führung an. Sie dauern ca. 90 Minuten und sind barrierefrei. Startpunkt ist der Eingang Dammweg Kienwerder Allee. Die Tour führt in den Teilbereich des Spreeparks, dessen Wege bereits gesichert sind. In Abhängigkeit vom Fortschritt der Verkehrssicherungsmaßnahmen werden die Führungen in Zukunft auf weitere Teilräume des Spreeparks ausgeweitet. Eine Führung kostet 5 Euro, ermäßigt 3. Anmelden können sich Interessierte telefonisch unter 280 18 320. Im vergangenen Jahr sind 884 Blitze in Berlin eingeschlagen. Das geht aus der jährlichen Auswertung des Karlsruher Blitzinformationsdienstes von Siemens hervor. Mit rund einem Erdblitz pro Quadratkilometer liegt Berlin damit im Bundesländervergleich auf Platz 13. Als deutsche Blitzhauptstadt hat das bayerische Schwein vor 2015 Cottbus abgelöst. Pro Quadratkilometer trafen in der unterfränkischen Stadt im vergangenen Jahr rund 4,5 Blitze in den Boden. Die Zahl der Erdblitze schwankt von Jahr zu Jahr stark und hängt vor allem von der Wetterlage im Sommer ab. Der Süden des Landes sei durch Berge oft häufiger betroffen als der Norden, sagt Tobias Pardowitz, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ziehen einige Regenwolken über die Hauptstadt hinweg. Das Quecksilber geht dabei zurück auf Werte um die 19 Grad. Und auch der Mittwoch fällt dann eher verregnet aus. Gegen Abend lässt jedoch die Schauerneigung nach. Das Quecksilber schafft es auf 24 Grad. Und der Ausblick? Donnerstagabend kann es nochmal leichte Regenschauer geben, ebenso am Freitag. Ab Samstag lässt die Schauerneigung aber nach und die Werte pegeln sich auf 24 Grad ein. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.